herr präsident! im zusammenhang mit dem journalisten andrzej poczobut stellt sich unter anderem natürlich auch die frage der pressefreiheit. pressefreiheit die wir in europa so schön als die vierte gewalt bezeichnen ist natürlich ein überaus wichtiger baustein jeder demokratie. wie weit man dabei gehen darf und ob beschimpfungen via medien statthaft sind ist wieder eine andere frage. ich glaube der umstieg nach einem halben jahr kommunistischer diktatur zu einer demokratie ist sicherlich ein sehr schwieriger prozess was das wohl oder das durchaus als überzogen zu bezeichnende strafmaß unterstreicht. nur bedingt verstehe ich allerdings die reaktion mancher europäischer politiker denn poczobut ist weißrussischer bürger lebt und arbeitet dort. gerade in europa sollten wir sehr sensibel mit der einmischung in die politik eines anderen nachbarstaates sein und ein ausschließen eines landes aus europäischen oder zusammenarbeitsgremien wie es heute auch empfohlen wurde ist für mich der falsche weg. wenn wir nebenbei noch von pressefreiheit reden sollten wir nicht mit unterschiedlichem maß messen denn wenn es um bedeutende wirtschaftspartner geht vom fernen ost bis zur arabischen halbinsel da drücken wir manchmal beim thema meinungsfreiheit ein auge zu.